Hi, du willst das Thema Division mit natürlichen Zahlen nochmal genauer unter die Lupe nehmen? Perfekt, dann bist du hier genau richtig. Nach diesem Lernzyklus wirst du keine Probleme mehr damit haben. Ich bin Mustafa und ich zeige dir in den folgenden Videos alles, was du zum Thema Division mit natürlichen Zahlen benötigst. Legen wir los. Bevor wir uns schwierigeren Aufgaben widmen, wiederholen wir mal die wichtigsten Grundlagen. Die Division ist eine der vier Grundrechnungsarten und kommt im Alltag überall vor, wo es um das Teilen oder Messen geht. Zum Beispiel beim Aufteilen von Kosten oder beim Ermitteln, wie oft eine bestimmte Länge in einer anderen Länge enthalten ist. Schauen wir uns ein Beispiel an. Das Ausborgen des Tretbootes kostet für eine Stunde 12 Euro. Vier Jugendliche wollen sich gemeinsam eines ausleihen. Wie viel steuert jeder bei? Um das auszurechnen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst das kleine 1x1 und weißt, dass 4 mal 3 12 ergibt, oder du überlegst dir, wie oft 4 in 12 vorkommt. Wie bei jeder Textaufgabe schreiben wir einen Antwortsatz. Jeder Jugendliche steuert 3 Euro bei. Klären wir die Fachbegriffe. Die einzelnen Teile der Division heißen Dividend, Divisor und Quotient. 72 dividiert durch 8 ergibt 9. Nun ordnen wir die Begriffe den jeweiligen Zahlen zu. Der Dividend steht am Anfang der Division und lautet in unserem Fall 72. Der Divisor ist die Zahl, durch welche geteilt werden soll, in diesem Fall die 8. Das Ergebnis ist der Quotient, er ist 9. Ja, du hast recht, sie sind nicht die einfachsten Begriffe, aber mit ein paar Wiederholungen sind sie ein Klacks. Ich bin mir sicher, dass das für dich ein Kinderspiel sein wird. Jetzt widmen wir uns der Stellenwertbestimmung. Das heißt, bevor wir überhaupt anfangen zu rechnen, stellen wir fest, wie viele Stellen der Quotient hat. Beispiel: Die Division lautet 324 dividiert durch 4. Der Dividend besteht aus drei Ziffern. Wir fangen von links an und prüfen, ob der Divisor, also 4, in der ersten Stelle enthalten ist. Ist 4 in 3 enthalten? Nein. Wir rücken eine Stelle weiter und überprüfen, ob 4 in 32 enthalten ist. Ja, 4 ist in 32 enthalten. Daher setzen wir ein Häkchen über diese Zahl. Dieses Häkchen steht für die erste Stelle unseres Quotienten. Deshalb setzen wir nach dem Gleichheitszeichen einen kleinen Punkt. Nun müssen wir noch für jede weitere Stelle des Dividenden einen weiteren Punkt setzen. In unserem Fall ist es eine weitere Stelle. Wir wissen somit, dass der Quotient aus zwei Stellen besteht. Jetzt bist du am Zug. Stoppe das Video, schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift. Bestimme die Stellen des Quotienten für die folgenden vier Divisionen und mache dann mit dieser Videosequenz weiter. Bist du soweit? Lass uns die Ergebnisse vergleichen. Geht 4 in 6? Ja, daher setzen wir das Häkchen über die 6. Eine Stelle bleibt noch, daher besteht der erste Quotient aus zwei Stellen. Nun zur zweiten Division. Der Divisor lautet 123. Ist 123 in 2 enthalten? Nein. Ist 123 in 29 enthalten? Nein. Ist sie in 295 enthalten? Ja. Eine Stelle bleibt noch, das heißt, der zweite Quotient besteht ebenfalls aus zwei Stellen. So fahren wir fort. Dritte Division. Geht 28 in 3? Nein. Geht 28 in 34? Ja. Zwei Stellen bleiben über, daher besteht der dritte Quotient also aus drei Stellen. Die letzte Division ist besonders. Geht 50 in 2? Nein. Geht 50 in 25? Nein. Geht sie in 250? Auf jeden Fall. Ein Punkt für die erste Stelle. Hey, Moment, im Dividenden bleibt hier keine Ziffer mehr über. Was nun? Nichts. Wenn es im Dividenden keine weitere Stelle mehr gibt, gibt es auch im Quotienten keine weitere Stelle. Also besteht der letzte Quotient nur aus einer Stelle. Jetzt beherrschst du die Stellenwertbestimmung des Quotienten. Bravo! Und schon sind wir an das Ende dieses Videos angelangt. Im nächsten Video zeige ich dir die beiden Varianten der schriftlichen Division. Also, bis gleich!